Sag mal, Stefan, was hältst du von der Kulisse hier? Ey, es ist wirklich, es ist surreal. Erstmal, ich war noch nie in diesem Stadion. Ich bin nicht so fußballaffin, aber es ist einfach gigantisch, wie viele Leute da sind. Schwer beeindruckend. Es ist wirklich schwer beeindruckend. Es ist wirklich so krass. Also Stefan, Meet & Greet war gut. Yes, Full House. Pünktlich, bevor die neue Kollektion startet im Shop und der Shop wieder aufgemacht wird, haben wir Meet & Greet hier bei Anis gemacht. Richtig geil, wie viele Leute gekommen sind. Und jetzt fahren wir ins Stadion. Ich bin schon richtig heiß für den vitalen Abend. Ja, ein geiles Andenken. Hast du an irgendwas heute nicht gedacht, oder wie? Oh, ich habe meinen Gürtel vergessen. Gürtel hast du vergessen? Wie kann denn das passieren? Ja, weil ich immer nur kurze Hosen trage. Der braucht man keine Gürtel. Das ist ja Fashion, ey. Leute, heute ist ein legendäres Event in der neuen Hauptstadt des europäischen MMA. Übertrieben krasse Fightcard. Ich freue mich sehr auf die ganzen Kämpfe. Stefan, gute Stunde noch bis Max kämpft. Wie bereitet man sich da die letzte halbe Stunde drauf vor? Ja, man geht natürlich im Warm-up alles durch mit einer gewissen Intensität. Man hat einen Trainingspartner dabei. Man geht nochmal die Bewegungsmuster durch, die man in diesem Kampf auf jeden Fall benutzen wird. Die Situationen, die zustande kommen sollen natürlich und die man erwartet einmal von seinem Gegner, aber die man durch seinen Gameplan natürlich auch plant zu vollziehen. Und es ist eine richtig geile Stimmung dann in der Garderobe. Man wird scharf gemacht mit dem Kratzen am Mann und dann macht man sich bereit. Man sitzt im Tunnel und es geht los und man kann diese einzigartige Atmosphäre genießen. Denkst du, Max ist auch ein bisschen nervös? Mit der Zeit geht es weg. Die Nervosität wird eine Routine und man weiß einfach ganz genau, was man zu tun hat. Man kann diese Nervosität natürlich für sich nutzen, man kann sie aber auch gegen sich arbeiten lassen. Aber als Profi hast du natürlich irgendwann verinnerlicht, dass du sie für dich nutzt. Du weißt ganz genau, was du zu tun hast und wenn du den Gameplan befolgst, dann wirst du siegen. Da ist Koriander drin. Ist das für die VIP? Das ist VIP-Reis hier. Das ist der VIP-Reismann. Und was macht ihn besonders? Weil er wirklich extravagant gewürzt ist. Es sind 8 verschiedene Gewürzmischungen und es ergibt eine spezielle Kräutermischung, die sehr deliziös ist. Kannst du das bestätigen? Ich mag aber auch kein Koriander. Ich hasse Koriander. 3 Tage ohne Essen und sie wird 1 Kilo von diesem Reis easy essen. Aber VIP-Catering à la Bonheur. Ja. Okay, Stefan, gleich geht's in den Ring für dich. Was denkst du, was geht da ab? Octagon hat was organisiert, ich weiß es nicht. Sie haben nur gesagt, dass ich nach dem Torres-Kampf in den Cage kommen soll. Ich bin sehr gespannt. Ich bin nicht vorgewarnt worden. Bist du nervös? Echt? Hoffentlich werde ich nicht gezwungen zu kämpfen. How are you? I'm good, thank you. Yeah? Feeling good? I leave it open like this? No, it's okay. Yeah, it's all right. Just to make sure everything is okay. Niemand geglaubt hätte, kein Mensch hätte gedacht, dass Stefan Pütz World Champion von M1 Global werden wird. 14-facher Weltmeister in zahlreichen Organisationen.
Vielen lieben Dank, es ist komplett surreal. Viele wissen nicht, das ist das erste Mal, dass ich hier in diesem Waldstadion bin. Und ich habe so eine Atmosphäre noch nie erlebt. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der mit dazu beigetragen hat, dass der Sport so gewachsen ist. Vielen lieben Dank an Pavel und an André. Ihr habt diesen Sport einfach zu etwas so Großem gemacht. Und natürlich auch an unseren Manager Nils Schlegel, der seinem Leben sozusagen gewidmet hat, diesen Sport nach vorne zu bringen. Es ist einfach phänomenal und ich freue mich so sehr, dass es heute so ist, wie es ist. Vielen lieben Dank an meine Frau, an mein Team, an alle, die mich unterstützt haben in meiner Karriere. Es ist einfach atemberaubend. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. Das ist wirklich ein unvergesslicher Moment heute. Danke. An meinem Karriereende hier Teil davon zu sein und bei Octagon gekämpft zu haben. Vielen lieben Dank. Philipp hat mich gebeten, eine Prognose abzugeben. Viele wissen nicht, dass wir eine Wette laufen haben. Wir haben eine Wette, dass wenn Max der Erste ist, der Anton Radcic K.O. schlägt, Anton Radcic ist noch nie K.O. geschlagen worden, dann wird Philipp Harburger auf den Bauch ein Big Dame Tattoo bekommen. Ja, das ist Philipp Harburger. Und das ist die Stelle, wo das Tattoo sein wird. Und der Tätowierer steht vor euch. Ich habe noch nie ein Tattoo gemacht. Eine Sau bist du. Kommst du mal wieder oder nicht? Die Eisenmaschine. Nein. Was soll ich? Warum? Er hat wieder alle kaputt gehauen. Ich probiere dich jetzt. Dann kämpfst du. Ja, Max hat einen offenen Mittelhandbruch auf der rechten Seite, hat sich, glaube ich, in der ersten Runde seine Schlaghand gebrochen. Er hat die rechte Hand dann auch nicht mehr wirklich benutzt in der zweiten Runde, hat aber den Finish dann mit dem Knie geholt. Ah.
Ihr merkt schon, was für eine krasse Atmosphäre hier drin ist. Christian ist jetzt mit dem Warm-up fertig. Super sharp und es kann losgehen. Christian, mehrere Hände schlagen, mit dem One-Two, mit dem linken Haken, über die Führhand von Jungwirth hat er gut getroffen bisher. Schöner Job. Minuten Zeit zum Arbeiten, den Rücken zu nehmen und zu finishen. Jetzt ist Christian richtig auf Temperatur, perfekte Distanz gefunden. Die Frequenz, die er schlägt, trifft viele Treffer mit dem Jab. Hat in Runde 3 Jungwirth auf jeden Fall viel Energie gekostet, weil er die ganze Zeit auf dem Rücken war. 3 Minuten schwimmen. Das Gewicht von Christian Eckerlin tragen, das hinterlässt Spuren. Und wir haben gesehen bei der Wertung 30-27 für Christian. Das heißt, er hat alle Runden mit 10-9 gewonnen. Stefan, was sagst du zum Kampf? Brutaler Kampf, heftiges Tempo und wie gesagt, Respekt an Jungwirth, was er für ein krasses Kinn hat und wie der marschiert ist. Nonstop nach vorne, brutal. Die Treffer, die Christian gelandet hat, ich weiß, wie hart Christian schlägt, das ist schon heftig. Glückwunsch nochmal. Danke dir, vielen lieben Dank. Auch oben ein bisschen zurückgestanden. Perfekt, geil. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Einzug in die Hall of Fame. Wenn es einer verdient hat, dann bist du auch dran. Danke dir. Bester Mann. Stefan, abschließende Worte zum Event.
brutales Event, richtig heftig. Jetzt gibt's eine, wie nennt man das denn? Afterparty. Afterparty, Postwork. Baby! Der hat einen 1,5 Stunden Spaziergang vorhin gemacht durch die komplette Areale, der hat es richtig gefeiert, der ist richtig drüber. Hey Baby! Und? Wie war's? Also Afterparty im Gipsen jetzt. Yes.